Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, wir landen hier wieder in Springfield und heute, ich glaube, du erkennst schon, was wir heute so ein bisschen bauen werden, und zwar eine Villa. Und zwar ist das die Villa von unserem Quimby, unserem Bürgermeister. Da haben wir natürlich schon das Rathaus, aber ihm fehlt natürlich noch sein Haus. Das Ganze war ein Vorschlag, den blende ich einfach mal ein. Ich finde auch wieder gut, dass mal wieder so eine Villa kam als Vorschlag. Ihr nehmt mir immer schön die Arbeit ab, mir selber zu, sag ich mal, entscheiden, was ich bauen soll, weil es ist so viel von den Sims, was man noch bauen kann. Und ich kann mich immer sehr schlecht entscheiden. Von daher immer schön, wenn ihr mir da irgendwas vorschlagt, dann habe ich es einfach leichter. Dann sage ich, oh, coole Idee, wird gebaut. So, ja, wie immer ist das hier auch erstmal nur der Vorbau. Ich fliege einmal kurz so rum. Die Vorderseite habe ich mir vom Original abgeguckt und die Rückseite ist so meine eigene Version. Ich habe mir zwar eine Folge angesehen, blende ich dir einmal ein hier auch, wenn du die ganze dir auch nochmal angucken möchtest. Da sah man das Gebäude von Quimby von hinten. So leicht etwas. Das war noch so ein bisschen komisch gezeichnet, weil das ja noch so der Anfang war, der Simpsons so ein bisschen. Aber ich finde so hinten sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So ein bisschen mit vorne so übernommen und dann halt noch ein bisschen was ausgedacht, wie man natürlich hinten in den Garten reinkommt. Hier ist natürlich der Vorderteil. Das Ganze ist natürlich auch jetzt nicht nur aus der Folgen so ein bisschen das Gebäude gebaut, sondern auch aus der Spiele-App. Also es ist wieder so ein kleiner Mix, sage ich mal so angepasst, damit wir das optimal haben in Minecraft so einfach so reinbauen können. Ja, so und so viel dazu erstmal gesagt. Ich würde sagen, Gebäude habe ich dir hoffentlich schon mal eingeblendet. Ansonsten blende ich das hier nochmal ein von der Spiele-App, damit du so einen kleinen Vergleich hast. Wir werden jetzt auch gleich anfangen, das Ganze zu bauen. Wir teilen uns das Gebäude so ein paar Parts auf. Heute beschäftigen wir uns damit, erstmal nur die Wände zu ziehen von dem Gebäude. Im nächsten Teil gucke ich mal, ich weiß noch nicht genau, wie wir das Ganze fortsetzen. Und ja, würde ich einfach sagen, legen wir los, oder? Basteln wir unsere eigene Villa von Quimby. Ich habe hier schon ein bisschen was vorgebaut, ne? Also hier schon alles so ein bisschen Grundriss, auch hier schon so einen kleinen Weg vom Tor aus. Das Tor ist auch von der Folge, da habe ich mir, ja, habe ich so ein Bild gefunden oder auch halt in der Folge kurz angehalten. So an sich hier diesen Toreingang mit so einer Tafel. Da stand auch was drauf, habe ich noch nicht so raufgeschrieben. Mache ich noch im Nachhinein, denn bei der Tour sieht man das denn. Ja, hier schon so einen kleinen Eingang. Die Mauern, so muss ich mir alles noch ein bisschen machen. Aber ich habe erstmal alles offen gelassen, weil ich weiß ja noch nicht genau, wie die Villa so steht. Ne? Ob man hier noch irgendwas hinbauen möchte, ob man den Weg vielleicht so raus noch macht, ob da irgendwas ist. Naja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, legen wir erstmal los. Das heißt, erstmal gehen wir an die Kiste ran und holen unser Blockmaterial für unsere Villa. Ja, anfangen tun wir ganz einfach mal, indem wir uns weißen Beton rausholen, denn einfach rote Sandsteintreppe und Stufe, ich weiß nicht, ob wir die heute jetzt schon verwenden, holt sie einfach mal hervor. Und Steinstufen, eine Quarzsäule brauchen wir und Eisengitter. Bei den rote Sandsteintreppe und Stufe, das wird natürlich unser Dach werden. Die Quimby-Villa hat ein rotes Dach. In Minecraft haben wir nur leider jetzt keine roten Treppen oder so, aber ich möchte jetzt gerne mit Treppen arbeiten, anstatt Blöcke verwenden. Und da musst du mal gucken, was du da nimmst. Entweder nimmst du rote Sandsteintreppe oder Akazienholz, was ich jetzt bei unserem Vorbau verwendet habe. Vielleicht gefällt dir jetzt diese Version. Ich wollte jetzt noch natürlich hier noch ein bisschen mit Sandsteintreppe arbeiten, weil ich finde doch, der Farbton ist noch ein bisschen kräftiger. Aber musst du mal gucken. Ansonsten kannst du auch Niederziegeltreppen nehmen. Das siehst du bei diesem Gebäude. Ist natürlich als, das hat so einen kleinen Rotton, ist aber sehr duster. Wollte ich jetzt nicht unbedingt hier verwenden, weil ich habe jetzt hier bei dem schon das verwendet und ich finde das doof, irgendwie nochmal das gleiche Dach so in der Farbe hier daneben zu bauen. Von daher nehme ich einfach mal rote Sandsteintreppe. Das Rot ist ja schon im Namen drin, also kann man es ja nehmen. Okay, so, dann würde ich sagen, legen wir los. Erstmal mit dem weißen Beton. Wir ziehen jetzt erstmal die Wände. Das heißt, wir fangen an, ganz einfach mal erstmal hier eine Reihe lang zu ziehen. Und zwar einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 Blöcke ziehen wir erstmal gerade lang. Danach gehen wir einen meiner hinten weg. Und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke gerade lang. Insgesamt sind es ja 11 Blöcke. So, beim letzten gehen wir wieder einen nach vorne und müssten jetzt so noch 19 Blöcke in die Richtung ziehen. Also in 20 insgesamt. Ich ziehe jetzt den hier schon mit, also 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Genau, also 20 erstmal gerade lang machen, dann 11 Blöcke so nach hinten, ne, nach den 20.
Und dann zack, hier nochmal 20 so da vorne ranknallen. Super. So, wenn wir das haben, gehen wir jetzt an den Seiten. Da setzen wir jetzt einfach mal hier so nach hinten weg. Denn einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke nach hinten. Danach, beim 17. ziehen wir einfach mal eine gerade Reihe bis zur anderen Seite vorne hin. Wir halten an, wenn wir meinen, wir stimmen miteinander ab. So, das sollte passen. Und dann können wir das Ganze einfach mal zuziehen. Wie gesagt, wir sind jetzt, sag ich mal, von dem aus danach dann 17 Blöcke so nach hinten weggegangen. Okay, wenn wir das Ganze haben, geht's jetzt weiter. Und zwar müssen wir jetzt natürlich ein bisschen Massenarbeit machen. Das heißt, auf dieser Reihe, die wir jetzt platziert haben, setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke rauf. Insgesamt sollten wir denn 6 Blöcke haben. So, das müssen wir erstmal komplett einmal hier alles zuziehen damit. Der nächste Teil ist ganz einfach, nachdem wir denn die erste Reihe komplett hier, was wir jetzt gezogen haben, auf 6 Blöcke insgesamt gesetzt haben. Ne? Machen wir den nächsten Teil, einfach plupp, gehen wir einmal so nach innen. Das heißt, wir müssen einmal innen drin alles reinhauen. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Wir hatten jetzt, sag ich mal, da ein Teil so ein bisschen weiter nach innen gehauen. Ist völlig egal, da können wir rüberbauen. Müssen wir jetzt hier auch nochmal eine Schicht von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcken nochmal so innen drin rumsetzen. So, haben wir das auch einmal geschafft, jetzt hier eine zweite Reihe raufzusetzen. Auch wieder mit 6 Blöcken kommen wir jetzt wieder zur nächsten Aufgabe. Und zwar ganz einfach, wir bringen erstmal kurz zur Vorderseite hin. Hier, wo am Ende natürlich unser Eingang steht. Hier verbinden wir einmal kurz die zwei Seiten und zwar nur oben. Zack, einmal so einen Träger rüberbauen und fertig ist das Ganze. So, jetzt kommen wir einmal zu den Seiten. Und zwar zu diesen hier. Hier achten wir einfach mal drauf, dass wir bei der oberen Reihe zwei Blöcke jeweils zur Seite frei haben. Setzen jetzt hier einfach mal eine Schicht hin. Aufgepasst, auf der anderen Seite sollten wir auch zwei Blöcke noch hier so über haben. Dann setzen wir noch 1, 2, 3, 4 Blöcke insgesamt drauf, dass wir insgesamt jetzt hier 5 Blöcke weiter raufgesetzt haben. Oben sollte noch eine Schicht überstehen. So, das müssen wir natürlich hier einmal ausfüllen und das Ganze machen wir synchron nochmal auf der anderen Seite. Nachdem wir die Seiten ein bisschen, sag ich mal, hier hochgezogen haben, kommen wir nun wieder zur nächsten Aufgabe. Und zwar, wir bleiben immer noch beim weißen Beton, fliegen jetzt an den Seiten hin, wo wir jetzt das platziert haben, und suchen die Zweiermitte. Plupp, ich hab sie gefunden. Hast du auch schon gefunden? Nein? Dann zählen wir nochmal. Also, wir fangen einfach von der Seite an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 sollten bei dir die Mitte sein. Danach sollten wir noch hier auf der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke haben. Ne? 8 Blöcke hier und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hier. Ne? 8 auf jeder Seite haben wir eine Zweiermitte. So, das Ganze können wir jetzt einmal bis nach oben hinziehen. Ja, können wir ruhig hier bis gerade oben rein. Einfach mal alles hinziehen. So, haben wir geschafft. Jetzt setzen wir darauf, wenn wir das alles hier gerade oben hingemacht haben, auf diesen Block noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 weitere Blöcke rauf. Das Ganze ziehen wir weiter höher. Denn das hier wird an sich ein Schornstein werden vom Haus. Das Ganze hat 4 Schornsteine. Wir ziehen erstmal aber nur 2 an die Seiten. Denn bei den anderen müssen wir dann schon das Dach fertig haben, um die zu ziehen. Von daher können wir aber die schon mal an den Seiten fertig machen. So, andere Seite machen wir auch nochmal zusammen. Das heißt einfach hier erstmal die Mitte raussuchen. Weil wie war denn das? Wir ziehen einfach hier 8. Ne? 9 und 10 sind die Mitte. Dann sollten wir hier auch nochmal 8 haben. Wenn das der Fall ist, können wir jetzt das Ganze hier einmal hochziehen. Ne? Erstmal hier verbinden. So ziehen wir die natürlich nach. Und danach setzen wir noch drauf. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 Blöcke rauf und können hier dann das Ganze wieder hochziehen. So, dass der Schornstein hier natürlich schon einmal steht. Kommen wir jetzt wieder zum nächsten Schritt. Wir behalten immer noch den weißen Beton in der Hand und dann gehen wir einmal wieder auf die vordere Seite hin, hier wo wir diesen Bogen hatten. Und auf den Bogen setzen wir jetzt, sag ich mal, eine weitere Blockschicht. Achten drauf, dass wir aber, bevor der Bogen zu Ende ist, den letzten Block freilassen. Danach setzen wir auf dieser Reihe dann einfach noch 1, 2, 3, 4 Blöcke rauf. Insgesamt haben wir dann hier so an sich eine 5er Höhe. So, das Ganze können wir hier einmal bis zur anderen Seite ziehen, das einmal ausfüllen. Geht natürlich hier geschwind. So, füllen wir einmal aus. Super. Und das müssen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Dabei gucken wir jetzt aber, wir haben jetzt hier so die Mitte, ne? Müssen wir hier kurz mal gucken. Düt, hier ist sie. Gehen wir einmal rüber. Zack, am besten markierst du dir das Ganze gleich. Jetzt weiß ich nicht, stimmt das? Wir können noch mal gucken. Ah, das Spiel. So, wieder drauf auf dem Server. Ja, machen wir weiter. Also, wir sind hier stehen geblieben, bei der Mitte suchen. Guck, jetzt habe ich mich schon vertan. Am besten, wir markieren uns das einfach mal. Den hauen wir am Ende wieder weg. So, jetzt fliegen wir einmal rüber. Müssen noch einmal mehr zur Seite. Zack, haben uns das Ganze einmal markiert. Gucken, ist das übereinander? Super. So, wenn das natürlich übereinander ist, müssen wir hier unten einmal kurz so eine Siebener-Reihe machen. Wir haben ja hier die Mitte. Ne, von der Mitte aus zu jeder Seite nochmal drei gehen. So, dann setzen wir noch 1, 2, 3, 4 Blöcke rauf. Können das Ganze dann hier auf der Rückseite natürlich auch nochmal einmal kurz zuziehen. So, und dann sind wir damit ja auch gleich fertig. Natürlich müssen wir jetzt nochmal unsere Markierungen hier wegmachen. Auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann beginnen wir jetzt schon langsam dem letzten Teil von unseren Wänden. Beim letzten Teil von unserem Dach bleiben wir wie immer noch bei dem weißen Beton und fangen oben einmal an. Und zwar einfach mal fliegen wir jetzt, ja, am besten hier auf der Vorderseite geht's los. Hier einfach mal zur zweiten Ebene. An den Seiten lassen wir jeweils eine Reihe frei, setzen dann darauf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke. So, danach lassen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz und setzen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Blöcke wieder rauf, dann müssen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz lassen und setzen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke rauf. Sollten jetzt auf der anderen Seite so perfekt ankommen, dass wir hier natürlich einen Block noch haben. Falls du das Ganze jetzt nicht haben solltest, überprüf nochmal, ob du dich vielleicht verzählt haben solltest. So, weiter geht's denn. Immer noch mit einem weißen Beton. Wir machen jetzt was ganz Einfaches. Und zwar müssen wir da darauf jetzt wie so eine Pyramide das Ganze machen. Auf diesen 11 Blöcken. Und dann ziehen wir das Ganze einfach mal bis nach oben hin. Das müssen wir natürlich hier noch zweimal machen. Super, so, hast du das Ganze einmal geschafft, das dreimal zu machen, fliegen wir jetzt einmal auf die Rückseite hin. Denn da müssen wir das Ganze noch einmal machen, aber nicht dreimal, sondern nur zweimal. Und zwar einfach nur bei den Seiten. Wie gesagt, wir fliegen hier hin, den ersten lassen wir frei, setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke hin. Ne, das können wir ja gleich hochziehen, aber andere Seite müssen wir auch nochmal machen. Ne, wie gesagt, einfach hier ersten freilassen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 Blöcke hier hinsetzen und dann können wir das auch wie eine Pyramide einfach hochziehen. So, haben wir das einmal auf der Rückseite geschafft, fliegen wir wieder auf unsere Vorderseite hin, immer noch den weißen Beton, griffbereit und wir fliegen jetzt auf der Vorderseite zu diesen mittleren Pyramidendingen da oben. An der Seite hier auf der rechten einmal hin, gehen hier so runter, plupp, blankieren uns einfach mal so einfach einen Block. So, diesen Block müssen wir jetzt noch 6 Mal hier zur Seite setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einfach mal so hingesetzt. Insgesamt haben wir 7, das Ganze einmal weiter nach vorne. Und dann machen wir darauf noch eine weitere Schicht hin. Optimal. So, okay, wenn wir das haben, geht's weiter. Immer noch den weißen Beton griffbereit, fliegen wir jetzt auf der Vorderseite zu dieser Pyramide hin. Bei der Pyramide gehen wir hier einfach mal zur Seite hin, fliegen bis runter hin und setzen hier einfach mal 3 hin. Ne, die Mitte sollte dann perfekt hier so abschneiden. Genau. So, wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt langsam ran an das Dach. Wir beginnen heute schon so ein bisschen mit dem Dach. Ich glaube, die Fenster machen wir heute nicht mehr in der Folge, weil es sind echt viele Fenster. Das machen wir für eine Extra-Folge, weil die sind auch alle ein bisschen unterschiedlich von der Form her. Von daher dafür widmen wir uns eine Extra-Folge.
So, aber ein bisschen das Dach machen wir noch. Das heißt einfach mal, wir fangen an. Wo fangen wir am besten an? Fangen wir hier einfach mal an. Ja, hier jetzt einfach fangen wir an. Blub, setzen wir einfach mal eine Sandsteintreppe hin. Das Ganze müssen wir jetzt hier einmal langziehen. Zack. Dann ziehen wir das Ganze einmal komplett hier seitlich lang. Hier Ecke mit Anecken. Und dann gehen wir einfach mal so nach hinten weg. So, das Ganze ziehen wir jetzt einmal rum. Ja, Rückseite können wir eigentlich komplett gerade langziehen, bis wir wieder so langsam vorne angekommen sind. So, aufgepasst. Hoppala, jetzt haben wir hier schon bei den drei schon ein bisschen weiter rübergezogen. Lasst einfach mal an den Seiten von den drei so vier Blöcke Platz. Auf der anderen Seite auch nochmal vier Blöcke so insgesamt. So, das sind jetzt drei, zack, vier. Na, nicht umgedreht. Normal sollte die sein. Genau. So, wenn wir das einmal haben und da erstmal das Freigelassene haben, setzen wir einfach mal eine weitere Treppenschicht einfach oben drauf. Natürlich bei den Treppen, die wir schon platziert haben. Einfach dahinter. So, wenn wir das einmal haben, geht's weiter. Immer noch erstmal mit den Treppen, denn die setzen wir jetzt noch nicht dahin, sondern erstmal bei den Dingen ein. Wir hatten ja, sage ich mal, einmal so ein Ding auf der Vorderfront und Rückfront gemacht. Da müssen wir natürlich das gleiche Spiel machen. Wir setzen einmal Treppen an die letzte Blockschicht einfach mal ran. Zack, 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 zack. Einfach hier ransetzen. Und setzt hier oben drauf einfach eine Stufenschicht. So, dieses Spiel müssen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Du kannst natürlich auch schon einmal hier so eine Stufenschicht ransetzen. Natürlich dann einmal die Treppenschicht noch ringsrum. So ungefähr optimal. Okay, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter mit den Treppen. Und zwar müssen wir ein bisschen das Dach machen. Schon so ein bisschen Vorarbeit können wir ruhig leisten. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen was beachten beim Dach. Es ist, sage ich mal, zum einen eine Massenarbeit. Von daher machen wir das einfach mal. So, ich zeige euch, ich markiere erstmal hier so ein bisschen, was ihr hier machen müsst. So. Und zwar machen wir einfach, die Treppen ziehen wir einfach rüber bis zur anderen Seite. Komplett glatt erstmal alles rüberziehen. Können wir erstmal machen. Ne, hier mit Stufenschicht. Auf der anderen Seite lassen wir das erstmal noch frei. Das ziehen wir uns auf so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, müssen wir ein bisschen gucken. Das schaffen wir heute nicht unbedingt noch in der Folge. Aber das geht noch. So, ich mache hier einfach auch einen Cut rein, dann geht das Ganze. Dann schaffen wir noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, das ist eigentlich relativ einfach. Einfach hier beim Dach an den Seiten das komplett einmal verbinden. Ich mache das jetzt gleich. Ich will sie nur noch hier kurz markieren. So, das musst du einfach miteinander verbinden, damit das Ganze einfach mal zu ist. Ha, bei mir ist alles fertig. Und bei dir? Jo, einmal die Seiten hier einfach mal gerade lang gezogen. Ich zeige dir, wie ich das Ganze halt meinte. Einfach hier kurz so lang ziehen. Dann ist das Ganze fertig. Okay, kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar ganz einfach hier auf der Seite. Wir hatten ja, sag ich mal, hier so ein bisschen sowas langgezogen. Setzen wir oben drauf einfach nochmal eine Treppenschicht hin und davor auch nochmal. Das Ganze müssen wir synchron natürlich nochmal auf der anderen Seite machen. Legen wir einfach mal kurz rüber. Zack, hier einfach drauf, Treppen hin, darunter auch nochmal. Und auf der anderen Seite hier auch. Okay. So, wenn wir das haben, kommen wir jetzt langsam zum mysteriösen freien Stück, was wir noch hier gelassen haben. Ja, ganz einfach gehen wir hier einfach mal ran mit unseren roten Sandsteinstufen. Die platzen wir einfach mal oben auf den drei, die wir hatten. Dann einmal die Stufe jetzt hier vorne ran, an den Seiten des Blocks einfach auch hier noch eine Stufe ran. Dann können wir jetzt an den Seiten Treppen hinmachen. Die letzte Treppe einfach so nach vorne. So, auf der anderen Seite auch nochmal. So, genau. So, danach geht es so weiter. Ganz einfach mal mit den Stufen vorne an der Treppe ran. Von den Stufen jeweils eine Stufe so ein bisschen nach runter. Und dann setzen wir einfach mal die Treppe so an, dass sie halt so sich da aneckt. Ja, genau. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Super. Dann nehmen wir nochmal die Stufensand und machen einfach mal auf der Stufe nach dieser Treppe noch eine Stufe rauf, dass es so ein bisschen aussieht wie so ein Block. Genau. Und dann sind wir damit durch. So, das war's, glaube ich, heute erstmal für die Folge. Obwohl wir könnten... Wollen wir noch was machen? Ja, komm, wir machen noch was. Ein bisschen Vorarbeit können wir leisten. Und zwar ganz einfach mal. Das machen wir noch. Dann haben wir für die nächste Folge schon mal eine Sache weniger. Und zwar, du siehst ja schon, ich mache jetzt hier einfach mal überall auf diesen Pyramidendächern hier vorne schon mal die Treppen rauf. Das kann man schon mal machen. Das ist so eine kleine Vorarbeit für die nächste Folge. Beim Verbinden und so, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Weil das Ganze wird ja zusammen gemacht, ein Dach. Das ist ja nicht, dass wir hier drei einzelne haben. So, hier das Ganze können wir dann verbinden mit Stufen. Der sieht auch nochmal. Okay.
Okay, so, dann lassen wir das erstmal in Ruhe. Und auf der Rückseite hatten wir auch nochmal zwei. Da machen wir ganz einfach. Erstmal nur hier an den Seiten, erstmal die Treppen hin. Denn wie wir das da verbinden, da gucken wir dann einfach nochmal in der nächsten Folge. Ja, so machen wir das. Jetzt habe ich auch, glaube ich, eine Idee. Oder jetzt habe ich so langsam die Durchsicht, wie ich das Ganze mir plane. Obwohl, warte mal, wie lange habe ich jetzt schon? So, fast 40 Minuten Aufnahme. Dann wird das auch wieder so eine 20-Minuten-Folge. Dann haben wir auch wieder viel gebaut eigentlich. Eins mache ich mir noch. Eins können wir noch machen. Und zwar, wir nehmen noch die Steinstufen. Weil eins möchte ich noch hier einfach in die Folge mit reinhauen. So, Steinstufzahn, Leute. Okay, mit den Steinstufen beginnen wir wieder auf der Vorderseite. Denn das machen wir noch zum Abschluss. Und zwar, wir platzieren einfach mal hier jetzt in dieser freien Ebene, die wir noch haben, zweimal Steinstufen einfach so auf den Boden rauf. Da formen wir dann einfach so einen Block hin. Und danach machen wir vorne nochmal so, dass das Ganze so eine Stufenschicht ist, dass man da hier so einfach so ganz gemütlich raufkommt. Danach nehmen wir noch die Quarzsäulenblöcke zur Hand. Die platzieren wir jetzt einfach mal so an der Seite hin, dass wir an den Seiten natürlich jetzt überall noch einen Block frei haben. Die Quarzsäulenblöcke dann einfach mal nach oben ziehen. So in etwa. Genau. Aber vielleicht ändern wir das. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze denn aussieht mit den Fenstern. Aber ich glaube, sollten wir schon nehmen, weil das sind auch so Quarzsäulen. Warte mal, ich nehme noch einen anderen Block kurz mal zur Hand. Den gemeißelten Block. Vielleicht kann man den ja auch noch, sag ich mal, oben und unten mal so ein bisschen hinmachen. Oder nur unten oder nur oben. Wir machen den mal nur oben hin. Wir wollen das Ganze ja ein bisschen gestalten. Naja, vielleicht verändert sich das noch. Müssen wir mal gucken. So, dann haben wir das geschafft. Gehen nochmal auf die Rückseite hin. Da machen wir auch nochmal kurz was mit den Steinstufen. Und zwar müssen wir hier natürlich erstmal die Mitte rausfinden. Relativ schnell gefunden, indem wir hier oben einfach mal uns ein bisschen orientieren. Zack, hier haben wir die Mitte. Gehen so runter und setzen dann hier einfach mal so einen Steinstufenblock hin. So, von den Steinstufenblock gehen wir jeweils jetzt zu den Seiten noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Andere Seite auch nochmal 5 Blöcke. So, dann machen wir das Ganze einmal kurz zu Blöcken. So in etwa. Und dann geben wir noch jeweils 2 Blöcke nach vorne. Und natürlich müssen wir hier überall Blöcke draus machen. Denn bei der Quimmi-Villa war hinten auch so eine kleine Terrasse. Na gut, in der Folge war das Ganze ziemlich groß gezeichnet. Aber wenn ich so ein bisschen so überlege, wenn das noch mit den Fenstern hinhauen soll, dann könnte die gar nicht eigentlich so groß sein. Weil die Fenster sind schon sehr dicht über dem Boden und da kann man die Terrasse natürlich nicht so einfach davor knallen. Das geht nicht, darum machen wir die einfach mal so. Genau, ja, wenn wir das Ganze haben, suchen wir jetzt hier nochmal die Mitte. Blub, Mitte gefunden. An den Seiten sollen wir dann so 5 Blöcke haben. Lass die jetzt hier nicht ein bisschen irgendwie in die Irre führen, hier durch meine Markierungen. Da machen wir vorne einfach so einen Dreier hin. An den Seiten platzieren wir noch einfache 3 Stufen hin. Sollten an den Seiten dann jeweils noch einen Block über haben. Da können wir unten den Boden einmal kurz austauschen durch diese Steinstufen. Und dann nehmen wir unsere Eisengitter zur Hand und machen hier einfach so ein Geländer an den Seiten hin. So, hier vorne drauf auch nochmal und hier an der Seite. Weil am Ende kommt dann hier so eine Tür rein und dann kann man hier so runtergehen. Ich weiß jetzt gar nicht, möchte man die Seiten, sag ich mir, sich ein bisschen länger ziehen? Wie das so ist oder reicht das so? Aber ich glaube, wir machen das mal so ein bisschen nach vorne. Das sieht, glaube ich, besser aus. Warte mal. Treffen. Na, jetzt. Ja, einfach mal so lang gezogen. Ja, und das reicht eigentlich für die Folge. Wir haben viel geschafft. In der nächsten Folge machen wir, glaube ich, das Dach weiter. Ja, das Dach sollten wir schon fertig machen. Ja, machen wir das Dach weiter und fangen dann mit den Fenstern an. Aber die Fenster schaffen wir, glaube ich, dann auch nicht. Da kommt dann ein dritter Teil und dann machen wir die Fenster. So, ich hoffe, es wurde alles gut erklärt. Wenn Fragen sind, ihr wisst ja, ansonsten kommt ihr auch in der Videobeschreibung zum nächsten Teil, wo wir denn das Dach fertig bauen und schon anfangen mit den Fenstern. Das ist jetzt der Plan für die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, stelle ich mich erstmal safety hin. Man erkennt schon ein bisschen was, wie das Ganze aussehen soll. Und überleg dir echt, mit was du jetzt das Dach baust, ob du jetzt wirklich auch diese Stufen nimmst oder Treppen in der Farbe. Ne? Überleg das, bevor wir das Dach hier wirklich zuziehen und dann sagst du, ah, das sieht doch nicht so schick aus. Ne? Überleg dir, welche Blockfarbe vielleicht du nimmst oder auch Treppen. Naja, musst du mal gucken. So, ansonsten war es das Ganze hier für die erste Folge. Ich stelle mich safety hin und wenn ich safety stehe, dann war es das Ganze hier. Wir sehen uns in einer Folge wieder. Also haut's rein und tschüss.